dich, du Curry. Nico? Ja, komm doch mal auf meinen Schoß, Schatz. Komm. Ja! Komm her! Mein erster Polizist. Mein eigener Polizist. Colonel, hast du eine Frage an die Polizei? Wie du das schon fragst, Colonel, hast du eine Frage an die Polizei? Die hatten immer nur Fragen an mich. Die hatten nur Fragen an mich. Ich denke mal, dass irgendwie ein 16-Jähriger oder 18-Jähriger oder vielleicht auch noch jüngerer 15-, 14-Jähriger oder so sich ja nicht genau überlegt, mit aller Konsequenz, was auf ihn zukommt, wenn er irgendwo den Staat oder so provoziert und die Gesellschaft provoziert, weil die Gesellschaft in der DDR war aus meiner Sicht faschistoid gewesen. Und in der Form haben sie auch reagiert. Die haben auf der Straße hinterhergerufen, Sprüche wie euch, so was wie euch müsste man umbringen, so was wie euch müsste man vergasen. Und Hitler hätte schon ganz anders mit euch aufgeräumt. Das sind so die normalen alltäglichen Sprüche, die man gehört hat. Gedächtnisprotokoll. Am Freitag gegen 22 Uhr schlugen etwa 10 bis 15 Männer aus der Schulze-Beusenstraße 32, 5. Stock, auf uns ein. Wir kannten diese Leute nicht und hatten sie auch nicht provoziert. Ich habe gesehen, wie mehrere Männer in Stiefeln auf Rotten eintraten und erst Ruhe gaben, als er sich nicht mehr rührte. Etwa eine Stunde später konnte er seinen Arm nicht mehr bewegen. Locke kam bereits blutüberströmt aus dem Haus und wurde von 3 Männern in einer Ecke weiter blutig geschlagen. Auch Schneidi, Alice und ich wurden geschlagen. Sabine wurde noch in derselben Nacht ins Krankenhaus eingeliefert. Na sowas. War Schlagen im Osten noch so eine Art Volksbelustigung? Ja. Wer schlug wen? Der Vater, die Mutter, die Geschwister. In der Schule wurde geschlagen, während der Pausen, später wurde geschlagen, auf der Straße wurde geschlagen, weil halt immer Alkohol mit im Spiel war oder die allgemeine Unzufriedenheit irgendwie ein Ablassventil brauchte. Da irgendwie haben die mich auch mitgenommen irgendwie und in die Kalbestraße. Und da rufte der eine, da rief der eine Bulle von unten aus dem Auto zu den anderen, die aus dem Fenster guckten, rief der, ja, die große Schwarze, da müsste besonders, also hart sein, irgendwie, ich weiß die Worte nicht mehr ganz genau. Dann haben sie mich hochgebracht und dann sollte ich meine Lederjacke ausziehen. Dann haben sie so ganz ätzende, fiese Witze gemacht, ja, so. Also, da wollten sie jeder Jacke irgendwie mit Teer beschmieren und so ein Plunder, aber so ganz fies. Und dann haben sie mir irgendwie einen Scheuerlappen in die Ecke geschmissen und haben mich da irgendwie auf so ein Klo geschickt und haben gesagt, wenn ich in 10 Minuten nicht abgeschminkt bin, dann krieg ich ein Ding in die Fresse. Mit einem Scheuerlappen abgeschminkt? Ja, irgend so ein Scheuerlappen. Und hast du es gemacht? Ich hab's gemacht, ja. Und was war das für ein Gefühl? Ein Scheißgefühl. Ohnmacht. Ja. Also ich hab da, ich weiß noch, diese Ohnmacht, du stehst da, was machst du? Und du machst es nicht, Und dann kam der nochmal rein und sagte gleich, die ist immer noch nicht abgeschminkt. Und irgendwie, ich glaube, die hätten sie gemacht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich hab sie gemacht, ja. Ich hab mich abgeschminkt. Du meinst, sie hätten dich geschlagen? Weiß ich nicht. Und das reicht eigentlich auch das Gefühl, was man dabei hat. Ne? We'll be right back.
Was verstehen Sie unter dem Begriff Befugnisse? Genosse Meister? Die Situation spitzte sich dermaßen zu, dass es irgendwann für die Punks nur noch absurde Verbote gab. Alexanderplatzverbot, Bräulerverbot, diverse Kneipenverbote, Berlinverbot, Reiseverbot, Hausarrest an Staatsfeiertagen, Flughafenverbot, NATO-Hosenverbot, Jugendclubverbot, Kinoverbot und auch unser liebster Treffpunkt Plenterwald wurde für uns geschlossen. Das heißt also, die Punks haben als Gruppe, die ja damals existiert hat, auf der Straße umgehangen. Wortwörtlich. Du konntest nicht in eine Kneipe gehen, weder zu zweit, zu dritt, noch zu zehnt. Noch alleine. Wurdest du gleich rausgeschmissen. Und zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Die haben ja keine Punkclubs oder so wie in anderen Ländern oder so vielleicht. Die gab es ja einfach nicht. Und deswegen warst du darauf angewiesen, in irgendwelche Diskotheken zu gehen. Und die Diskotheken waren halt auch einfach mal zu. Und selbst Kinos und so weiter. Also die hatten alle Anweisungen von staatlicherseits, dass eben Leute, die ein gewisses Aussehen haben, wie Punks, das war eben beschrieben auf irgendwelchen Formblättern oder so, dass die eben dann diesen Einrichtungen keinen Zutritt haben. Und da passierte es. Die Kirche öffnete den Punks ihre Pforten. Ich glaube, wir können die Punks selber besser beurteilen, dass die Kriminalisierung damals erschreckend hoch war. Von daher waren einfach Räume wichtig, wo man von der Polizei weg sich einfach treffen konnte. Wichtig war aber, denke ich, dass einfach Ansprechpartner waren, die man aufsuchen konnte, wenn man wirklich nicht mehr weiter wusste. Damals war ja auch ganz massiv, dass Kinder oder Jugendliche praktisch in die Heime gesteckt wurden. Die Eltern zum Teil nicht aufgeklärt waren, inwieweit man hier Widerspruch einlegen kann. Wir haben versucht, den Leuten praktisch im Knast zu helfen, Rechtsanwälte zu besorgen. Wir haben ja auch Geld gesammelt. Wir haben Konzerte organisiert. Diese Form der offenen Jugendarbeit wird genutzt, um unter Missbrauch kirchlicher Einrichtungen die Punk-Anhänger zu konzentrieren und feindlich negativ zu beeinflussen. Besonders aktiv treten dabei kirchliche Kräfte in Erscheinung, die operativ als feindlich negativ bekannt sind. Haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal auf einem Platz ein Picknick, haben da unsere Stullen gegessen, unsere 3 Flaschen Bier getrunken. Und da dauerte es nicht lange, dass die Polizei kam und meinte irgendwie, das ist da hier kein Festival und wir leben doch nicht im Westen. Und dann schlug der Polizist irgendwie mit dem Stiefel das ganze Essen um und kamen dann noch 3 Tonis. Wir wurden alle abgeführt ins Revier an der Maschewski-Straße damals, wurden verhört. Und da kann ich mich noch entsinnen, weil ich sagte, irgendwie der Polizist ist gleich mit seinen Stiefeln hier in die Flaschen rein. Und wo der Polizist dann keine Stiefel mehr hatte, sondern nur noch Halbschuhe und die dann hochhielt und sagte, wo sind denn die Stiefel, bitteschön, was soll gewesen sein? Naja, jedenfalls, man versucht irgendwie das der Lächerlichkeit preiszugeben. Und damals wollte auch die Kirche mir ein Disziplinarverfahren anhängen unter der Überschrift, wie sich ein kirchlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Also ich sag mal, das ist so die Spannbreite, dass natürlich auch Spießbürgerlichkeit auch gerade in der Kirche sehr zu Hause war, war mal die Spannung, in der man sich bewegt hat. Ne? Kannst du sagen, wie viele Leute das waren bei dem Picknick? Weil er sagt Festival. Wir waren 4 Leute. Unter der Obhut der Kirche hatten die Punks endlich Fürsprecher und waren anerkannte Opposition. Aber dass wir, Mackie und Schneidi, zurück ins kirchliche Hoheitsgebiet mussten, war eine Schlappe. Mit dem Punkwerden hatten wir uns doch losgesagt von den Sicherheiten der christlichen Opposition. Und dann auch noch die Gefahr, als Pfarrerstochter geoutet zu werden. Aber es gab nun mal nur in der Kirche Punkkonzerte und die wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Darum alle gehen, alle Promo, alle! Los, weiter, selbst komm! Wir alle, wir sind wieder,